Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen. Und in diesem Video geht es um die Abgrenzung von Revision und Controlling. Also wenn wir hier die Revision, die Überprüfung des Rechnungswesens notieren und hier das Controlling, dann kann man das nach verschiedenen Kriterien voneinander unterscheiden. Einmal die Ziele oder die Zielausrichtung. Bei der Revision geht es um Ordnung. Beim Controlling geht es um Erfolg. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Revision überprüft, ob das Rechnungswesen in Ordnung ist, das heißt, ob die Belege richtig abgeheftet sind, die richtigen Stempel tragen und so weiter. Und bei Controlling geht es darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das Prinzip, das dominiert beim Rechnungswesen, ist die richtige Erfassung. Der Vorgang muss auf den richtigen Konten verbucht werden. Darum geht es im Rechnungswesen und das wird in der Revision überprüft. Beim Controlling geht es um die richtige Handlung. Das ist etwas anderes. Ja, das liegt auch zeitlich vorher. Erst muss man handeln und dann überlegt man, wie man den Vorgang jetzt auch richtig verbucht, richtig erfasst. Der Zeitraum, um den es geht, ist beim Rechnungswesen und bei der Überprüfung des Rechnungswesens, also bei der Revision, die Vergangenheit. Und beim Controlling ist es die Gegenwart. Wir starten immer mit einer Ist-Analyse, wo stehen wir im Moment? Und die Zukunft. Wo wollen wir hin? Wo ist unser Ziel? Das korrespondiert hier oben mit dem Wort Erfolg, das dort oben steht. Und das letzte Unterscheidungskriterium ist die Sprache, die benutzt wird. Und die Sprache im Rechnungswesen und in der Revision ist eine Fachsprache. Transitorische und antizipative Posten, das versteht ja kein Mensch. Da braucht man eine entsprechende Ausbildung. Ja, die ganze Buchungssprache, per soll anhaben, ist eine Fachsprache. Im Controlling ist die Sprache allgemein verständlich, weil der Controller auch zur Aufgabe hat, die Ziele allgemein verständlich zu kommunizieren, damit auch jeder entsprechend die richtige Handlung für sich ableiten kann. Und deswegen muss er allgemein verständlich sprechen und nicht in der Fachsprache der Buchführung, des Rechnungswesens und der Revision, wo Rücklagen und Rückstellungen ein himmelweiter Unterschied sind, wie Sie aus den anderen Videos von mir sicher schon wissen. Ja, das war's mal wieder. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie unter spaßlerndenk.de für meine Schnelllernseminare. Dankeschön.